schaufeln, rächen und neue Pflänzchen pflanzen, dabei etwas lernen und was für die Umwelt tun. Die Oberstufe Buchenwald und die Pädagogische Hochschule in Gossau arbeiten zusammen, dass eine weitere Fläche von der Biodiversitätsstrategie vom Kanton dazukommt. Auch der Dozent Patrick Kunz hilft bei diesem Projekt mit. Für uns das Hauptstück ist jetzt die Woche, wo wir zusammen alle hier arbeiten. Aber angefangen hat es eigentlich schon viel früher. Weil die Studierenden, die sind von uns, die sind das OZ über, haben die Realklasse unterrichtet zu Themen wie Biodiversität. Und es wird noch länger dauern, weil wir haben noch einen Blog zu Gewässerökologie. Da werden die Studierenden dann mit den Schülerinnen und Schülern rausgehen und den Bach untersuchen, schauen, was für Tiere dort hinein krabbeln und aufgrund von dem dann feststellen, wie super die Gewässerqualität ist. Ob es Insektenhäuschen bauen oder Blumen pflanzen. Delena Bosic hat durch das Projekt schon so viel gelernt, dass sie das für sich außerhalb der Schulzeit nutzen kann. Mein Vater hat einen Garten und dass ich ihm dort auch schön helfen kann, wenn er Hilfe braucht, wie zum Beispiel jetzt Rosen, Pflanzen oder Blumen oder irgendwas. Neben dem ökologischen Teil in dem Projekt ist die Zusammenarbeit und der Teamgeist in der Klasse genauso wichtig. Die Schüler lernen praktische Arbeiten kennen, wie den Boden aufzuwerten, Blumen pflanzen und das, um einen neuen Lebensraum für Tiere und Insekten zu schaffen. Einerseits hoffen wir natürlich, dass wir hier in Zukunft eben mehr verschiedene Pflanzen- und Tierarten haben, mehr Vögel. Vielleicht verdient sich das ein oder andere Eidechse oder Blindschleiche hier in die Steinhäufen und Asthäufen, die wir machen. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, wir hoffen, dass man das Gebiet jetzt auch mehr genutzt wird von Schülerinnen, von Studierenden. Dass wir hier rausgehen können, auch zum Teil auch unterrichten. Wir haben eine Arena gemacht, so quasi ein Draussenschulzimmer. Dass, wenn wir finden, jetzt gehen wir mal raus, irgendwie Geografie machen oder Mathe oder Deutsch, dann können wir da die kleine Arena nutzen. Lernen und gleichzeitig erleben. Das Projekt wird für die Schüler und Studenten noch weitergehen. Aber auch bei dieser strengen Arbeit darf der Spass auf keinen Fall fehlen.